Bei der Podiumsdiskussion auf dem Forum 2000 in Prag sprach Außenministerin Baerbock über den Umgang mit dem Ukraine-Krieg und den Folgen. Schauen wir doch mal kurz rein. But if I give the promise to people in Ukraine, we stand with you as long as you need us. Sie hat also den Leuten in der Ukraine versprochen, an ihrer Seite zu stehen. Dann aber schiebt sie einen Nebensatz hinterher, der es in sich hat. Then I want to deliver, no matter what my German voters think. Es ist ihr also egal, was ihre deutschen Wähler darüber denken. No matter what my German voters think. Tut mir leid. Aber wem ist Frau Baerbock denn verpflichtet? We are facing now a winter time where we will be challenged as democratic politicians. People will go on the street and say, we cannot pay our energy prices. And I will say, yes, I know, so we help you with social measures. But I don't want to say, okay, then we stop the sanctions against Russia. Sie weiß also, dass die Menschen in Deutschland auf die Straße gehen werden, weil sie ihre Energierechnung nicht mehr zahlen können. Da will sie mit Sozialleistungen helfen, keinesfalls aber die Sanktionen stoppen. Wieso auch? Diese sogenannten Sozialleistungen können nicht mal annähernd auffangen, was unsere Bundesregierung uns hier antut. Die Mittelschicht wird zerstört. Es wird nur noch Arm und Reich geben. Aber Frau Baerbock sind die Ukrainer wichtiger als das eigene Volk. Bravo! Wozu auf den Reichstag dem deutschen Volke steht, weiß vor der Ampelregierung scheinbar auch keiner.